Herzlich willkommen zum letzten Modul des Kurses und zum Video Anwenden. Sie haben in den bisherigen Modulen viele Möglichkeiten für den Einsatz von digitalen Medien für die Naturerfahrung kennengelernt und sind hoffentlich motiviert, die eine oder andere App mit Lernenden zu erproben. In diesem Video möchte ich eine Zusammenschau versuchen. Digitale Werkzeuge sind kein Allheilmittel, ihr Einsatz hat Grenzen. Darauf möchte ich in einem ersten Block hinweisen und damit auch auf die Notwendigkeit, mit Lernarrangements zu arbeiten. Abschließend will ich dann ein solches Lernarrangement anhand eines Beispiels skizzieren. Mit dem Handy in den Wald auf einen Lehrausgang. Da muss man sich fragen, lenkt das Medium nicht vom Erleben ab? Verändert es nicht unsere Wahrnehmung? Und überhaupt, sollten wir nicht die Jugendlichen dazu anregen, ihr Smartphone wenigstens in der Natur auszuschalten? Der Reihe nach, kein Medium ist nur Mittel, schon gar nicht digitale Medien. Sie verändern das Erleben. Wir alle kennen das. Hat man die Kamera dabei, ist man auf der Suche nach Bildern, nach Motiven, bis hin zum spektakulären Selfie. Das Bild wird wichtiger als das Erleben. Für manche so wichtig, dass sie sogar ihr Leben riskieren. Mit dem Handy, der Bestimmungs-App, der Videofunktion auf Entdeckung, das bietet viele überraschende Einblicke. Einfache Zusammenhänge zu sonst verborgenen Phänomenen. Aber wozu verwende ich es? Um eine Aufgabe mit möglichst wenig Aufwand zu erledigen? Um ein bisschen anzugeben bei Kolleginnen und Kollegen mit tollen, am besten seltenen Bildern? Oder doch, um ins Beobachten, ins Nachdenken zu kommen? Es ist daher wichtig, die starke Wirkung digitaler Medien zu begrenzen, sprich, es in der einen Phase bewusst zu nützen, in einer anderen ebenso absichtsvoll wegzulassen. Zum anderen, die Versuchung ist groß, ein Lernsetting digital gerecht zu gestalten, eine Methode der Methode wegen anzuwenden. Das erinnert an die Aussage, wenn das Werkzeug, das man hat, ein Hammer ist, sieht man in jedem Problem einen Nagel. Digitale Werkzeuge erleichtern den Zugang zur Natur, wenn sie aus spannenden Informationen bereitstellen, das Erforschen eines Phänomens unterstützen. Sie führen uns aber genauso schnell weg von der eigenen Beobachtung, dem Staunen, dem Nachdenken. Wenn man mit iNaturalist arbeitet, dann entdeckt man etwa im Schulgarten viel Neues. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, man kommt in eine Art Jagdfieber, lädt eine neue Art hoch, ohne sich damit zu beschäftigen und geht zur nächsten weiter. Man ist mit dem Hammer auf der Suche nach neuen Nägeln und sonst gar nichts. Auch hier ist der Wechsel in einem analogen Modus wichtig. Ein dritter Punkt. Ist Online-Arbeiten wirklich effizienter? Wir sind in den letzten Jahren durch die Pandemie in eine Welt der virtuellen Meetings katapultiert worden und haben vieles schätzen gelernt. Die Effizienz, auch neue Möglichkeiten, etwa sich rasch in Breakout-Räumen abzustimmen oder im Chat Beiträge und Fragen stellen zu können. Aber führen Online-Meetings zu besseren Ergebnissen? Erste Forschungsergebnisse zeigen, kommt drauf an. Eine 2022 durchgeführte Studie an der Stanford und der Columbia University zeigt, wenn es darum geht, kreative Ideen zu entwickeln, sind Online-Meetings viel schlechter als persönliche Treffen. Die Forscherinnen meinen, dass der Grund darin liegt, dass wir in einem Online-Treffen viel stärker fokussiert sind. Der Blick schweift nicht ab wie in einem Klassenraum. Wir schauen nicht links und rechts, daher denken wir auch nicht links und rechts.
Wenn es allerdings darum geht, Ideen auszuwählen, sich auf Arbeitspakete zu verständigen, dann funktioniert das online sogar besser, weil man stärker bei der Sache bleibt. Ergebnisse eines Projekts online zu teilen, ist eine gute Idee. Ein Online-Brainstorming eher weniger. Wir sehen, ob digitale Medien Naturerfahrung unterstützen oder behindern, kommt auf den Einsatz an. Daher ist es so wichtig, in Lernarrangements zu denken. Es braucht gerade nicht nur einzelne Methoden oder Tools. Es braucht die Abwägung, welche Methode in welcher Phase eines Lernprozesses besonders geeignet ist. Ein theoriebasiertes Gesamtkonzept, in dem Werkzeuge flexibel eingesetzt werden, ist erforderlich. Nicht als starrer Rahmen, wohl aber als Leitfaden. Eine Leitlinie bietet das Konzept der grünen Pädagogik mit dem Wechsel von Konstruktion und Rekonstruktion, mit Phasen der Provokation und der Reflexion. Detailinformationen finden Sie unter Materialien. Zum Abschluss darf ich ein konkretes Beispiel skizzieren mit einem Vorschlag für Abwägungen, wie digital wir arbeiten wollen. Mein Beispiel: Ist die Hecke am Bach schützenswert? Da ist ein kleines, überschaubares Gebiet, ein Wäldchen, eine Hecke, ein Tümpel und so weiter. Aber ist es wirklich schützenswert? Vielleicht ist es ein Naturdenkmal, vielleicht ein Kulturgut. Anhand dieser Frage will ich ein Lernarrangement entwickeln. Wie in jedem Projekt sind vorab zentrale Fragen zu klären. Hier ein paar Beispiele. Wir müssen uns fragen, worum geht es bei diesem Thema? Welche möglichen Fragestellungen tauchen auf? Welche Quellen stehen zur Verfügung? Welche Literatur? Gibt es Begehungsmöglichkeiten? Und so weiter. Dann fragen wir nach den Zielsetzungen. Was sind mögliche Ergebnisse und Lernprodukte? Soll eine kleine Ausstellung entstehen? Oder eine Social-Media-Kampagne? Schließlich, ganz wichtig, was sind denn die Lernvoraussetzungen, die Vorstellung der Lernenden? Was wissen Sie? Was interessiert Sie? Und natürlich, welche Werkzeuge stehen zur Verfügung? Welche Tools können wir einsetzen? Solche Fragen sind die Basis der didaktischen Strukturierung. Das Modell der didaktischen Rekonstruktion von Kattmann ist dafür ein schöner Leitfaden. Kommen wir zum ersten Schritt, der im ersten Modul beschrieben wurde. Wie aktivieren wir die Lernenden? Wie wecken wir das Interesse? Sie haben da eine Reihe von Möglichkeiten kennengelernt, etwa ein Padlet, ein Mentimeter, ein Quiz, vieles mehr. In der grünen Pädagogik sprechen wir von Konfrontation. Am Beginn sollte eine Frage, eine Aufgabe, ein Problem stehen, das die Lernenden betrifft, zum Nachdenken auffordert. Das Thema sollte neugierig machen, Fragen generieren. Die Frage nach einer Bewertung eines kleinen Gebietes, schutzwürdig oder nicht, kombiniert mit einem Rätsel, einem Quiz, ist diese Frage geeignet, um zu aktivieren. Die Lernenden sind neugierig, voller Tatendrang. Jetzt geht es ums Entdecken. Mit dem zweiten Modul machen wir Vorschläge, wie wir auf Entdeckung gehen, uns einlassen auf Fragestellungen, wie wir selbstständig lernen, uns mit dem Thema aus verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen. Was wächst hier? Welche Arten kommen wovor? Digitale Medien helfen dabei, schnell Erfolgserlebnisse zu haben. Eine Bestimmungs-App, die Funktion der Entfernungsmessung, die einfache Fotodokumentation. In der grünen Pädagogik reden wir von Recherche, von Rekonstruktion. Die Lernenden entdecken selbstständig, fragen nach und sammeln. Zeit fürs Erleben draußen lernen ist ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen. Es ist verbunden mit Empfindungen, mit Emotionen. Hitze und Kälte, der Geruch der frischen Erde, die Begegnung mit Neuem, all das löst Emotionen aus.
Während Entdecken auf der kognitiven Ebene stattfindet, ist das Erleben ganzheitlicher, bindet die emotionale Ebene mit ein. Lernen ist auch in der grünen Pädagogik immer mit Emotionen verbunden. Der Audiowalk war ein Element, um die Bildung emotionaler Bezüge durch den Einsatz digitaler Medien zu fördern. Auch für unser Beispiel ist dies von entscheidender Bedeutung. Naturschutzinitiativen sind in den seltensten Fällen rein rational bestimmt. Die großen Schutzgebiete in Österreich wurden eingerichtet, weil Menschen emotional berührt waren von der Wildnis, der Schönheit, der Ruhe eines Auwaldes oder eines Gebirges. Das Bewusstwerden dieser Emotionen ist Teil eines ganzheitlichen Lernprozesses. Jetzt ist es an der Zeit zu fragen, ist unser Gebiet schützenswert? Dafür braucht es die Analyse. Im vierten Modul haben wir uns mit der Analyse beschäftigt. Die Ergebnisse der Aktivitäten werden in einen größeren Zusammenhang gestellt. Was ist das Besondere hier in diesem Gebiet? Mit Simulationen können Lernende selbst aktiv werden, indem sie ein Geogame spielen. Sie können sich auch an einem größeren Forschungsprojekt wie iNaturalist beteiligen oder Kleindenkmäler beurteilen und in entsprechenden Datenbasen integrieren. Gerade in der Analyse sind digitale Medien sehr hilfreich, da sie auch Laien eine große Datenmenge zur Verfügung stellen. In der grünen Pädagogik sprechen wir von Interaktion, vom analytischen Diskurs. Welche Themen sind relevant? Wo ist weiterzudenken? Wo entstehen neue Hypothesen? Diese Überlegungen führen zur Dekonstruktion. Die gewonnenen Einsichten werden in einen Rahmen gestellt. Haben sie über den konkreten Fall hinaus allgemeine Bedeutung? Wir schreiben nicht nur für die Schreibtischlade. Die Ergebnisse erhalten Relevanz, wenn sie geteilt werden, wenn sie sichtbar werden. Dies führt zur Frage, welche Erkenntnisse haben wir gewonnen, welche Kompetenzen erworben? Wie hat es unsere Sichtweisen verändert? Und welche neuen Fragen, die wir bearbeiten sollten, sind entstanden? In der grünen Pädagogik schließen wir Lernprozesse mit diesen Fragen, mit einer Reflexion ab und machen sie gleichzeitig zum Ausgangspunkt für neues Lernen. Sie sehen, in jeder Phase eines Lernprozesses gibt es vielfältige Möglichkeiten für den Einsatz digitaler Medien. Sie können uns eine große Hilfe sein. Allerdings sollten wir auch den Mut haben, sie wegzulassen, wenn sie keinen Mehrwert bringen. Und wir sollten sehr bewusst auch Platz schaffen, damit Zeit für Erfahrungen, für Erlebnisse, fürs Nachdenken ist. Und zwar ohne Blick aufs Handy. Wählen Sie doch bitte ein Thema für ein Lernsetting aus, das Sie draußen unterstützt mit digitalen Tools für Ihre Zielgruppe aufbereiten möchten. Wir stellen Ihnen dafür in diesem Modul eine Vorlage zur Verfügung, die Sie bei Ihrer Planung unterstützen soll. Sie können diese Ergebnisse dann im Forum mit Ihren Kolleginnen teilen. Lesen und kommentieren Sie auch gerne die Beiträge der anderen. An dieser Stelle möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und vergessen Sie nicht, mit offenen Augen nach draußen zu gehen. Überlegen Sie dabei bewusst, wann Sie das Handy einstecken und wann Sie es auch einmal zu Hause lassen.